Wir schauen uns in diesem Video die neue TOTS SBC zu Pellegrini genauer an. Lorenzo Pellegrini spielt für Rom in der Serie A. Er hat 4 Sterne Skills und 4 Sterne Weakfoot, das ist nichts krasses, aber es ist immerhin sehr solide. Genau wie die Arbeitsraten, hochmittel. Er ist zwar von der Position 10er, aber wir sehen ihn eher als 8er, das sieht man auch an den Werten. Mit 91 hat er ein gutes Tempo, ist jetzt nicht ultra schnell, aber für einen 8er ist das in Ordnung. Dann kann er noch relativ gut schießen, das sieht alles recht nice aus. Richtig gut ist Pellegrini bei den Passwerten, hier sind Übersicht, kurzer und langer Pass richtig stark. Bei den Dribblingwerten ist er auch richtig gut. Dann kann er halt noch verteidigen, hier ist alles im soliden 80er Bereich, dazu kommen noch 99 Ausdauer, die sehr nice sind und immerhin eine Stärke von 84. Man kann ihn so als 10er spielen, aber mit den Defense-Werten eben auch auf der 8. Hier würden wir ihm dann auch einen Shadow geben, so kann man seine Werte richtig gut ergänzen. Die Linkbarkeit ist mit der Liga und Nation natürlich überragend. Er hat sogar einige Perfect Links, zum Beispiel zu Spinazzola, ansonsten gibt es aber wirklich zahlreiche gute Italiener aus der Serie A. Einbauen kann man Pellegrini also echt richtig gut. Abgeben musst du bei dieser SBC ein 83er Team mit einem Inform oder einem TOTS und ein 85er Team. Das kostet laut Footbin ungefähr 90.000. Neben der Karte bekommst du noch Packs mit ca. 6 seltenen Goldspielern. Schauen wir uns mal ähnliche Spieler an. Super ähnlich sieht Savanier aus. Der hat ja auch eine TOTS SBC bekommen, die auch so ungefähr 90.000 kostet. Also die haben quasi den gleichen Preis, sehen sich sehr ähnlich, haben halt nur eine andere Liga und andere Nationen. Hier sieht man aber schon mal, dass der Preis von Pellegrini echt klar geht. Dann gab es noch die Lemar Moments SBC für 200.000, der hat auch ähnliche Werte. Oder Awar Fantasy für 540.000, der ist nochmal eine Ecke teurer. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann lass doch gerne mal ein Like und ein Abo da, so kannst du uns echt unterstützen. Aus der gleichen Liga gibt es Lopez, den gibt es aktuell als Aufgabe, der ist schon nochmal ein bisschen schwächer. Dann gibt es noch die Verratti Flashback SBC für 200.000, der hat teilweise noch etwas bessere Werte. Oder Brozovic TOTS für 100.000, der ist aber eher defensiv besser. Aus der Serie A gibt es echt einige starke Sechser, die sind aber offensiv teils nicht ganz so gut wie Pellegrini. Hier ist er schon etwas einzigartig. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Pellegrini hat echt schon eine ziemlich starke Karte, die so ziemlich alles kann. Aus der Serie A ist er schon relativ besonders, da es entweder teurere Alternativen gibt oder halt nur Sechser, die nicht ganz so offensiv stark sind. Der Preis geht hier auch voll klar, das sieht man auch an der SBC zu Savanier, der ja quasi die französische Kopie von Pellegrini ist. Wenn er bei dir ins Team passt, kannst du die Karte auf jeden Fall mitnehmen. Was ist deine Meinung? Schreib uns das jetzt gerne mal in die Kommentare. Lass jetzt noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.